Go Buster! Hallo Buster! Sieht so aus, als wäre es ein heißer Tag in der Wüste. Wow! Guck mal da vorne! Ein großer Berg, aus dem Rauch aufsteigt. Wie komisch! Was war das? Es ist Rita, das Sportauto. Sie rast auf den rauchenden Berg zu. Ich glaube, sie will um die Wette fahren. Buster und Rita rasen zusammen durch die Wüste. Rita ist schneller. Los, Buster, du kannst es schaffen. Schau mal, Buster verwendet die Rampe, um Rita hinterherzuspringen. Puh, das war ein lustiges Rennen zum Gipfel. Aber halt, was ist das? Heiße, flüssige Lava? Ich glaube, das ist ein Vulkan. Er könnte jederzeit ausbrechen. Oh oh, Buster, pass auf mit dem Stein. Oh nein, er ist in die Lava gefallen. Puh, nichts passiert. Oh nein, der Vulkan bricht aus. Schnell weg hier. Oh je, Feuerbälle schießen aus dem Vulkan. Passt auf, die sind bestimmt super heiß. Warte, Buster hält an. Oh nein, Rita steckt im Sand fest. Buster ist mutig und hilft seiner neuen Freundin. Gute Arbeit, Buster. Jetzt fahrt schnell weg. Schneller, schneller. Puh, das war knapp. Hier kommt Ashley, das Feuerwehrauto. Sie sieht nicht glücklich aus. Sie muss jetzt all die Feuer löschen. Buster und Rita sagen nichts. Sie haben schließlich nicht absichtlich den Vulkan ausbrechen lassen. Das war knapp. Aber Buster hat jetzt eine neue Freundin. Tschüss, Buster. Tschüss, Rita. Juhu, Buster, der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Buster. Oh, Buster ist mitten hindurchgefahren. Schau mal, Buster, du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Gut gemacht, du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Buster. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Buster. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo, Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formen. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat vier gleich lange Seiten. Hallo, Digger. Digger ist gekommen, um mit Buster und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Buster und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Buster und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei. Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Buster. Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander. Hallo, Buster. Was ist das? Ein Fußball. Oh, schau, Buster. All deine Freunde sind da und möchten Fußball spielen. Und sie brauchen noch einen Mitspieler. Na los, Buster. Das wird sehr viel Spaß machen. Anpfiff. Oh, zu langsam, Buster. CJ, der Betonmischer, zielt für einen Schuss. Kann Jesse G ihn halten? Na los, Jesse, du schaffst das. Oh, so knapp, aber Tor! Gut geschossen, CJ. Toller Kopfball, Buster.
Was für ein Schuss, Scout. Gute Abwehr, Digger. Haha, Scout hat Digger den Ball zugespielt. Scout geht jetzt aufs Tor los. Weiter, Scout. Keiner kann sie jetzt angreifen. Tor! Toll gemacht, Scout. Jesse zu Scout. Scout gibt ihn ab. Toller Schuss, Digger. Direkt zu Bandit. Oh, das war aber grob, Bandit. Wird Bandit jetzt ein Tor schießen? Kann Jesse ihn diesmal halten? Oh nein. Jesse hat den Ball zerplatzt. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Oh, so ein Glück. Otis hat einen Ersatzball. Das Spiel geht weiter. Jetzt geht's so richtig los. Buster geht aufs Tor zu. Oh nein, Bandit Bus schubst Buster. Das ist ein Foul. Richtige Entscheidung, Robin. Bandit hat eine rote Karte bekommen. Robin schickt Bandit vom Platz. So ist das, wenn man zu grob spielt. Jetzt nimmt Buster einen Elfmeter. Komm schon, Buster. Tor! Du hast es geschafft, Buster. Du hast gewonnen und sogar einen schönen Pokal bekommen. Das hat Spaß gemacht. Na sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an, er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy die Möwe. Ich frag mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand. Umdrehen und schwuppdiwupp. Eine Sandburg. Super, Buster. Sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Warte, Buster. Pass auf, da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy, nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss, ihr alle. Hoffe, ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so ulkig. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster! Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster, beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine. Gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster. Lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Planke als Rampe benutzen. Gut gemacht. Der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit.
Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster. Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf grün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nahe er dran war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht, Scout. Hallo, Toni-Lieferwagen. Toni scheint nicht auf die Straße zu achten. Oh, seht mal, da ist Frankie der Frosch. Er ist gekommen, um Hallo zu sagen. Pass auf, Toni. Puh, das war knapp. Oh nein, es sieht so aus, als hätte Toni ein paar Pakete verloren. Du musst nächstes Mal besser aufpassen, Frankie. Beinahe hätte Toni dich überfahren. So ein frecher Frosch. Seht mal, Toni hat einiges von seiner Fracht verloren. Das sieht aus wie eine Flasche mit Schaumbad. Sieht so aus, als ob Frankie eine tolle Idee hätte. Haha, seht ihn euch an. Wohin rollst du dich denn jetzt? Aus der Flasche steigen Seifenblasen auf. Seht mal, da ist Buster der Bus. Ich glaube, Buster will sehen, wohin Frankie rollt. Da sind noch mehr Seifenblasen. Sieht so aus, als hättest du eine Schaumbrille auf, Buster. Hey, Scout, warum kommst du nicht mit auf unser schaumiges Abenteuer? Scout will in den Seifenblasen spielen. Überall sind welche. Oh, ich mag deinen Hut, Scout. Du siehst witzig aus mit deinem Schnurrbart, Buster. Sieht so aus, als wäre Frankie zum See unterwegs. Ich glaube, dieser freche Frosch hat eine Idee. Da rollt er in den See. Seht ihn euch an. Überall Seifenblasen. Wow, er hat uns ein Schaumbad gemacht. Seht doch nur all die Seifenblasen blubbern. Na los, Buster und Scout. Springt rein. Sie haben so viel Spaß, in den Seifenblasen zu spielen. Sieht so aus, als sei Frankie der Seifenblasenkapitän des Seifenblasensees. Hier kommt Scout mit einem mächtigen Seifenblasenplanscher. So viele Seifenblasen überall. Oh, wo ist Frankie denn jetzt? Dort ist er. Ich glaube, es ist nun Zeit zu gehen. Mach's gut, Frankie. Danke für das Seifenblasenabenteuer. Hey, Buster. Oh, du siehst ein bisschen müde aus. Buster ist eingeschlafen. Aber was ist denn das? Barthaare? Eine Stupsnase? Und Ohren? Es ist Buster, der Osterhase. Gut schaust du aus. Ich glaube, er mag sein neues Stummschätzchen. Wohin er wohl jetzt fährt? Osterhasenaufträge erledigen, hoffe ich doch. Oh, was ist denn das? Auf dieser Seite des Hügels befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal, Terry-Traktor macht ein Schläfchen. Wow, Buster der Osterhase hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hierher, Buster-Häschen. Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dieses ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheep. Ach, sie schläft. Buster, der Osterhase, schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster, der Osterhase, hat ja so viel zu tun. All diese Eier verteilen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Buster Herzchen wohl noch Eier hat. Da ist Digger der Bagger. Sei leise, Buster, und versuch ihn nicht aufzuwecken. Da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Buster Häschen. Oh weh, ich glaube, Buster der Osterhase ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh, Buster Häschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der klingelnde Bus nur für ein Glück? Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster will versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster.
Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur! Ein Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster! Der Ballon fliegt weg! Komm schon, Robin! Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist! Haha, gut gemacht! Was für ein schöner Ballon! Er hat ja ein strahlendes Gesicht! Danke für deine Hilfe! Mach's gut, Robin! Sieh nur, Buster, da ist deine Mama! Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag, was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Hallo, Buster. Und hallo, Digger. Ihr habt ja eine große Sandburg gebaut. Da ist Sandy Möwe. Pass auf, Sandy, stell dich nicht auf die Sandburg, sonst... Oh nein, armer Digger und Buster. Geh weg, Sandy, frecher Vogel. Was hast du gesehen, Buster? Da steckt eine rote Form auf dem Boden. Was das wohl ist? Gute Arbeit, Digger. Es ist ein Dreieck. Das ist ja toll. Und schau, Sandy hat eine gelbe Form gefunden. Es ist ein Kreis. Kannst du noch mehr finden, Sandy? Hier ist noch eine. Diese ist blau. Schnell ausbuddeln. Das ist ein Quadrat. Es hat vier Seiten. Wow, da sind so viele Formen. Dreiecke, Kreise, Rechtecke, Sechsecke. Sandy, warte, nein! Oh Mann, Sandburgen zerfallen so leicht. Warte mal, ich glaube, Buster hat eine Idee. Buster und Digger sammeln alle Formen. Was sie damit wohl machen wollen? Sie stellen alle aufeinander. Ich glaube, sie bauen einen Turm. Nur noch ein Stück ganz oben drauf. Genau so, Buster. Vorsichtig. Da, perfekt. Wow, Buster und Digger haben einen Turm aus Formen gebaut. Was für eine super Idee. Jetzt können sie wieder ihre Sandburg bauen. Und schau, Sandy kann auf etwas stehen, das nicht zerfällt. Gute Arbeit, Buster. Tschüss, Buster. Tschüss, Digger. Hallo, Buster. Oh. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank. Schnell, Scout, hol Hilfe her. Oh, armer Buster. Das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel. Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein.
Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster. Er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber, und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut. Hallo, Buster. Oh, wow, ein Fußball. Sieh, da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Tony, der Truck. Oh nein, Buster, vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Tony auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Tony ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen. Sieh mal, Scout. Tony, der Truck, braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Hurra! Amber, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Amber wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Amber. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Alles repariert. Wow. Oh, Buster. Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht nochmal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links, schau rechts. Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster. Buster, der Bus und Terry Traktor. Sieht aus, als wollten sie um die Wette rennen. Buster sieht sehr siegessicher aus, nicht wahr? Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Wer wohl gewinnen wird? Gleich geht's los. Auf die Plätze. Fertig. Los! Da flitzen sie. Buster rast in die Führung. Los, Terry, du schaffst das. Ich glaube, Terry ist nicht so schnell wie Buster. Moment, was macht ihr da? Oh, frecher Buster, er gibt ja an. Arme Terry, Buster ist sich wirklich siegessicher. Noch hast du es nicht ins Ziel geschafft, Buster. Nicht aufgeben, Terry, noch hast du eine Chance. Oh, Buster, ärger Terry nicht. Du bist wirklich nicht lieb. Na los, Terry, zeig Buster, dass man nicht nur Schnelligkeit zum Gewinnen braucht. Jetzt ist Buster sehr weit voraus. Sieh, wie er durch all die Matschpfützen rast. Oh, Buster, ich weiß, dass es heiß ist, aber du kannst nicht müde sein. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Sieh mal, da drüben ist ein Apfelbaum. Ich glaube, Buster möchte sich im Schatten ausruhen. Frecher Buster, du bist etwas zu siegessicher, nicht wahr? Oh nein, Buster ist eingeschlafen. Und sieh, wer kommt. Terry Traktor. Er hat Buster überholt. Oh, Buster, du hast zu lange geschlafen. Da rast er los zur Ziellinie. Ich glaube nicht, dass er mag, was er da finden wird. Fast geschafft, Buster. Aber wo ist Terry? Haha, da ist er. Terry war zuerst im Ziel. Alberner Buster, du hättest nicht so lange schlafen sollen. Und du hättest nicht angeben sollen, denn es bewies wieder, langsam aber stetig gewinnt man.
Tschüss, Buster. Tschüss, Terry.